Hallo liebe Chemieinteressierte, herzlich willkommen zum Video Lewis-Formeln Teil 3. In diesem Video werden wir Moleküle, die aus den Atomen verschiedener Elemente bestehen, durch die Valenzstrichschreibweise darstellen. Zu den Lernvoraussetzungen. Es wäre schön, wenn ihr euch bereits die Videos Lewis-Formeln Teil 1 und 2 angeschaut habt. Auf alle Fälle sollten euch die Symbole der chemischen Elemente wie H, N, O oder F vertraut sein. Ihr solltet auch bereits mit dem Periodensystem der Elemente PSE gearbeitet haben. Ferner sollten euch die Begriffe Edelgaskonfiguration, Zwei-Elektronen-Regel und auch Oktettregel bekannt sein. Beginnen wir mit einer chemischen Verbindung, die aus einem Atom Wasserstoff H und einem Atom Fluor F besteht. Im Periodensystem der Elemente PSE finden wir das Symbol H in der ersten Hauptgruppe. Das bedeutet, dass Wasserstoff ein Außenelektron besitzt. Das Symbol F finden wir in der siebenten Hauptgruppe. Das bedeutet, dass das Fluoratom 7 Außenelektronen besitzt. Wir ordnen die 7 Außen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.